Willkommen zurück zu einer neuen Folge Konarium. Ja, hier sind wir stehen geblieben. Wir wollten in den Keller gehen. Und, ach du Scheiße, was hat der denn hier unten? Diese Dimension liegt außerhalb des uns bekannten Raumzeitkontinuums und schließt sich nur den Initiierten, denen das Konarium ist der Schlüssel. Ach ja, wie gesagt, in den letzten Folgen. Wer das lesen möchte, darf gern auf Pause drücken. Looks like something's missing here. Wow. Da fehlt was. Looks like a preparation for a long trip. Aber was soll da bitte schön fehlen? Irgendwas fehlt. Was könnte da fehlen? Oh. Wie können wir nachvollziehen? Da. Da geht nichts auf. Also irgendwo muss noch was sein. Die Frage ist nur wo. Könnte noch was sein. Na, weiter oben gab es doch auch nichts mehr. Wenn wir da nicht unten reinkommen, gehen wir mal zur großen Tür raus, würde ich sagen. Wir haben jetzt da alles durchgeguckt. Die Frage ist, kommen wir hier raus? Wow. Wozu habe ich bitte ein Brecheisen? Wozu habe ich das bitte, wenn ich das nicht verwenden kann?
Wenn ich hier irgendwas übersehen sollte, ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ne? Allerdings. Geh mal zu. Aha. Hier fehlt irgendetwas. Können wir die dazu benutzen? Nein. Was könnte da fehlen? Das, was da fehlt, hat auch bestimmt der hier irgendwo. Seltsam, seltsam. Looks like a preparation for a long trip. Halt schon merkwürdig, wenn man hier nicht irgendwie weiterkommt. Interessanterweise wurden sie fest in Nischen der Wänden verankert. Raus, bitte antworten Sie mir. Danach gehört dieses Dimemp hier einen gewählten Trommler. Das ist die sogenannte Maske des Betrachters. Schädel aus Neugrillen, denen Geister aus ein Standaggregat in Indien, die angeblich diejenigen hypnotisiert, griffische Maske unbekannter Herkunft. Das ist jetzt seit eine Maske aus den unter Wasser stehenden Gebieten. Ist Maske des Betrachters, die 08. Looks like something's missing here. Müssen wir mal gucken, ob wir die aufsetzen können. Sechs, fünf, vier, acht. Können wir nicht aufsetzen, schade. Ich wäre jetzt der Meinung gewesen, man könnte die aufsetzen. Aber wo soll hier bitteschön was sein? Ist halt auch nichts. Da gab es bestimmt noch mehr Geheimnisse.
Ich verstehe das nicht. Wieso habe ich eine Brechstange, wenn ich die nicht einsetzen kann? Nein, nicht das. Meine Güte. Falsch. Komm raus hier, so. Ich finde das halt doch schon etwas seltsam. Eins, sechs, dreizehn. Okay, was auch immer das zu bedeuten hat. Die Bilder kennen wir ja schon von den Visionen. Ich verstehe das nicht. Hier vielleicht noch irgendwo was. Okay, da haben wir's doch. Aha. Ja. Okay, dann hören wir uns mal die Walze hier an. When using Cornarium, we are able to be seen as well as to see. For some time, I was detecting a conscious something, previously unseen by my rudimentary vestiges. Only lately it becomes clear to me. Now it comes into every session and seems to materialize more and more each time. I won't attempt describing it, but only would say that it's not benevolent. From what I can get from its glowing semblance, which I believe is used as a way of communication, it can sense you, only if you spend a considerable time within the sessions. I've read about it in the cursed Necronomicon and some elusive records compiled from deep-rooted Bedouin oral literature. Thus learned that it tries reaching the corporeal vessel to dominate and execute the wanderers of the beyond, such as ourselves. But again, against all warnings, I was a fool to believe that I can stop it with just simple signs and incantations. As a resort, we ended up lighting up the place with myriads of candles as well as electrical lamps, but still shiver with fear, with every noise our rundown enclave is causing, isolated from ancient darkness of the night. Interessant. I need something that can fit.
Interessant. Naja, jetzt kommen wir ja runter. Halt mal dein Maul, was war das denn? Hä? Wieso ist sie runtergefallen? Im letzten Brief waren sie extrem überrascht, von meinen Fortschritten zu hören. Tralalilalu. Warum ist die auf einmal runtergefallen? Ey. Komm, macht mir nicht so eine Angst, ey. So, jetzt gehen wir mal hier runter. Jetzt kommen wir nämlich bei der Tür rein. Ja, komm. Okay. Gab's dazu irgendwas? Anscheinend nicht. Wir machen das einfach mal so. Okay, das war falsch. Das. Und das. Moment, 1, 3. War da nicht oben was markiert? Hier. 1, 6, 13. Das wird's nicht sein. Irgendwo gibt es jetzt einen Hinweis. Die Frage ist jetzt nur, wo. Wie kann ich das? Zeit ungefähr die nächste Woche. In den letzten Brief. Bla bla bla. Ja, und bei Zeichnungen ist nichts. Gott. Irgendwo ein Hinweis. Weil mit der 13 kann ich dort auf jeden Fall nichts anfangen. Aber ich denke mal, das werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.